Wuhu. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Dying Light. Und es ist gleichzeitig auch ein Stream. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ich werde hier die Videos auf jeden Fall auf YouTube hochladen. Das Spiel ist von Warner Bros. Games, vom Publisher und Techland ist der Entwickler. Die haben Spiele wie Dead Island zum Beispiel gemacht. Und Daten für Dying Light werden synchronisiert. Nun denn, nun denn. Schauen wir uns doch mal das Intro an. 2 Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest. Harans Tage sind gezählt. Ja, wunderbar. Also ihr seht schon, es geht um Zombies, es geht um Survival und wir drücken mal direkt Start, um mal zu schauen, was uns so in dieser Stadt erwartet, die unter Quarantäne steht. Haran heißt sie. Und Ladebildschirm. 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 So, da als erstes hat man mir gesagt, soll ich in die Optionen gehen? Spielen? Oder kann man das hier gar nicht einstellen? Vermutlich kann man das hier gar nicht einstellen. Also auf dem PC sollte man auf jeden Fall die View Distance runterdrehen. Aber who cares? Wir starten ein neues Spiel. Ja, ich freue mich drauf. HUD aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der 2 Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole. Finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Wunderschönes Panorama hier. Mag man gar nicht glauben, dass diese Stadt von Zombies befallen ist. Und da vorne sehen wir schon eine eingestürzte Brücke, sprich, da wurde eine Quarantänezone erhoben. Und dann sehen wir brennende Autos. Verdammt, da haben wir uns aufgehängt mit unserem Fallschirm. Das ist gar nicht gut. Das hat bestimmt wehgetan. Ich meine, das siehst du, das Meter, war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rück ab! Los! Fass ihn doch um! Rückzug! Rückzug! Oh.
Komm, wir müssen los! Er muss runter von der Straße. Mein Gott. Oh, bitte, rettet mich. Mach die Tür auf! Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Okay. Also stehen wir schon gleich zu Anfang der Story in der Schuld dieser netten jungen Dame. Und ich bin ein wenig leise, sagt man mir gerade. Das können wir natürlich regeln, indem wir den Regler ein wenig hochdrehen. Ich hoffe, das rastet jetzt nicht mega aus, das Mikro, weil das eigentlich für die Aufnahmen immer voll in Ordnung war. So, zum Fortfahren A drücken. Finden Sie Süleyman und fangen Sie das Dokument ab. Der in dem Dokument beschriebene Ablauf ist noch unvollständig. Eine Implementierung in seiner gegenwärtigen Form toxisch. Jeglicher Versuch, ihn anzuwenden, würde im Verlust unzähliger Leben resultieren. Das Dokument muss geborgen werden. Und das werden wir auch direkt tun. Nach diesem Ladebildschirm. Ich liebe kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn ein Zombie ist? Lauf! Was? Ihr wollt mich kneifen? Sieht ja aus, als wären wir auf der LSD. Scheiße, mein Kopf! Das sehe ich ganz ähnlich, aber ich möchte trotzdem die Untertitel anmachen. Ja. Wunderbar. Guten Tag. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Warum 31? Siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich doch. Wunderbar. Was soll das heißen, 31? Ja, das war auch meine Frag Frage. Frag den Boss. Frag den Boss. Gut, dann werden wir mal den Boss fragen. 31, das ist deine Nummer. Guten Tag. Na, wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Mann. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger, ein Infizierter mehr, ein Kurier weniger. Sag mal hier nicht so pessimistisch. Und da ist unser nächster Ronaldo. 30 Infizierte und wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Und ja. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Das war aber nett von dir. Wir gehen drauf, einer nach dem anderen. Kriege ich hier was? Und du bist? Crane. 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Natürlich. Na gut, dann geht es wohl nach oben zum Boss in Raum 190. Guten Tag, der Herr. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Ja, das werden wir doch mal gleich tun.
Ja, schicke Bude. Muss man sagen. Ein sehr belesener Herr. Remember, kids. Aim for the head. Es gibt ein Kinderfernsehen in der Zombie-Apokalypse. Das ist ja schon lustig. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Ja, okay. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat ja das Sagen. Nokidoki. Bracken, Brocken. Bracken die Decken. Ich bin nicht faul. Auf gar keinen Fall sind wir faul. Wir sollen in den 13. Stock. Exit. Workshop, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Na gut, na gut, na gut. Und Herr, hier kann ich nicht reden. Hier kann ich auch nicht reden. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? So sieht es aus. Benutzen wir mal den Fahrstuhl. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Denn das wird ja hier schließlich ein Marathon. Komplett durch. Da sind ja einige draufgegangen. Lecker. Also mit Blut wurde hier nicht gespart. Das Kind fehlt auch. Na lecker, lecker, lecker. Immerhin haben wir unser Funkgerät zurück. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. So ist es. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Was zum Geier? Dann rennen wir doch gleich mal. Oh fuck. Yep. Meine Fresse, ne. Und ein Achievement. Guten Tag, der Mann, Herr. Mann, alles in Ordnung? Hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott. Du musstest ihn töten, nicht? Warum ist das Badewasser rot? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh Scheiße, 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du
musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Okay, gut. Ich glaube, wir werden hier gerade ins Crafting-System eingeführt. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Das ist natürlich awesome. Was haben wir hier? Metallteile. Das ist natürlich nicht so cool. Komm hier rein. Kaputt machen können wir es auch nicht. Das ist nicht gut. Klebeband. Tape kann man immer gebrauchen. Wisst ja, Öl und Duct Tape sind die beiden Sachen, die der fleißige Handwerker immer im Haus haben sollte. Aber wir wissen auch, immer erst die Umgebung sichern. Nicht so wie ich gerade. Hier könnte ja noch was drin sein. Aber hier ist nichts. Das ist... Oh, Blechdose. Ja, oben und oben. Hoffe, da ist auch noch was drin. Da hat sich das Looten ja... Oh, ein elektronisches Bauteil. Das ist natürlich awesome. Da gibt's nichts mehr. Oh, noch mehr Duct Tape. Klebeband. Ja, scheint mir auch zu sein. Nägel. Damit kann man sicherlich etwas anfangen. Sehr schön, Klebeband. Da kommen wir nicht rein. Okay. Oh, noch mehr Nägel. Sehr schön, sehr schön. Ja, sehr schön. Alkohol. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir es. Entwürfe-Menü. Erstelle es, bitte. Wie auch immer. Okay. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol. Primitiv, aber okay. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Sozusagen? Hä? Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Ja, ich geb dir gleich Stille Wasser sind tief. Ich halt wieder eine Schnauze. Vielleicht hab ich dich ja falsch eingeschätzt. Ich glaube, ich werde aggressiv bei diesem Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Okay. Dann fahren wir mal wieder hoch in den 19. Und schauen uns mal an, was der nette Rahim uns hier zu sagen hat. Oh, wir können weiter rennen, das ist gut. Können wir hier rein? Nee, können wir nicht. Können wir hier rein? Nein, können wir auch nicht. Na gut. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie komm. Gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Das war deutlich. Das war ziemlich deutlich. Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann eine kurze Pause. Und ich gehe mal rüber zur Manöverkritik in den Teamspeak. Teamspeak-Daten findet ihr unten, glaube ich. Weiß ich nicht. Wenn ihr vorbeischauen wollt, dann könnt ihr jetzt mit mir quatschen. Und ansonsten sehen wir uns in so 3-4 Minuten wieder. Dann werde ich weiterspielen, ein Schlückchen was trinken. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, schaut bei der nächsten Folge wieder rein. Wenn euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da.